Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zum Ideas Aktiencheck der Société Générale. Mein Name ist Bastian Galuschka und es ist Montag, der 26. September 2022, 10.36 Uhr. Wie immer an dieser Stelle wollen wir uns zwei Aktien unter charttechnischen Aspekten näher ansehen. Zunächst aber zwei rechtliche Hinweise. Dieses Video stellt keine Anlageberatung dar und dient nur Informationszwecken. Außerdem spiegelt das Video nur meine Sichtweise wider, nicht die der Société Générale. Am Markt herrscht, ja, man kann schon sagen, depressive Stimmung. Es gibt kaum mehr Aktien, die sich dem Abwärtstrend entziehen können. Es ist aber auch nicht so, dass jetzt groß Panik aufkommt, sondern es ist so ein stückweiser Abverkauf. Es geht nicht sehr schnell vonstatten, sondern Tag für Tag kann man fast sagen, Woche für Woche geht es weiter abwärts. Das ist sehr zermürbend und man kann natürlich sagen, okay, ich kann hier auf der Short-Seite versuchen, dennoch zu punkten, aber das Shorten ist auch nicht so easy. Viele Aktien sind kurzfristig dermaßen ausgebombt, dass es da auch sehr gefährlich sein kann, jetzt neue Short-Positionen einzugehen. Ich habe mir jetzt heute mal aus dem DAX zwei Werte ausgesucht, die in der Vorwoche, zumindest im größeren Zeitfenster, nochmal neue Verkaufssignale ausgelöst haben. Da möchte ich gleich voranschicken, das kann jetzt muss jetzt nicht bedeuten, dass es nicht auf Sicht einiger Tage eine Gegenbewegung geben kann, aber der Unterschied zu anderen Aktien liegt darin, dass wir vielleicht nach zwei, drei, vier Wochen der Seitwärtsphase die Ranges jetzt erst in der Vorwoche nach unten aufgelöst haben und nicht vielleicht drei, vier Wochen extrem gefallen sind und deswegen aus einer massiv überverkauften Situation herauskommen. Also, Big Picture versus kurzfristig, muss man sagen. Wir schauen zunächst auf die Aktie von Continental. Hier sieht man sehr schnell, auf was ich hinaus möchte. Die Aktie ist natürlich sehr schwach unterwegs, hat inzwischen auch, und das ist jetzt das neue Signal, nach einer dreiwöchigen Seitwärtsbewegung nicht nur das Tief bei 56,78 Euro deutlich verlassen, also das bisherige Jahrestief, sondern auch das Corona-Crash-Tief aus dem Jahr 2020, März 2020, unterboten. Hier wäre im Big Picture nochmal die Chance gewesen für eine Gegenbewegung. Das wurde nicht genutzt. Vielmehr sind wir in der Vorwoche durchgefallen, womit auch ein weiteres Folgeverkaufssignal aktiviert wurde. Was heißt das für das Big Picture? Wir müssen schon sehr weit zurückgehen, um jetzt noch Unterstützungen zu finden. Und zwar müssen wir hier zurückgehen in das ja ebenfalls sehr schwache Jahr 2011. Das Tief des Jahres 2011 liegt bei 38,50 Euro und wäre beispielsweise das nächste Big Picture Ziel, wenn sich der Abverkauf fortsetzt. Ein Tappenziel auf dem Weg dorthin könnte sein ein Zwischentief aus dem November 2011 bei 44,59 Euro. Also sollte die Aktie mit oder ohne Rücklauf sich in den kommenden Wochen unterhalb von 51,45 etablieren, dann könnte ein Fahrplan wie folgt aussehen. Kleine Erholung und dann etappenweise weiter runter. Im Big Picture sind natürlich Kaufsignale extrem weit entfernt. Ich habe ja schon gesagt, 51,45 müssten wir zurückerobern. Selbst dann kann es zwar nochmal etwas größer zurückschnappen, vielleicht hier, aber selbst dann wäre natürlich der übergeordnete Abwärtstrend nicht unterbrochen und auch noch nicht mal ansatzweise ein neuer Aufwärtstrend da. Also, hier der Knackpunkt Bruch des Corona-Tiefs. Wir schauen noch auf das kurzfristige Bild, um jetzt hier etwas Feinjustierung zu betreiben. Hier sehen Sie den Tageschart. Also, die Aktie hat sich durchaus einige Tage, man kann auch sagen zwei, drei Wochen, eher seitwärts bewegt. Die Tiefs vom Mai und zuletzt dann auch vom März wurden unterboten. Es gab dann am 20.09. nochmal einen Rücklauf hier an diese Tiefs, auch an diese Abwärtstrendlinie und danach ist die Aktie deutlich gefallen. Wenn man sich jetzt die Entwicklung vom Freitag anschaut, haben wir natürlich kurzfristig eine leichte Übertreibung zur Unterseite, die wird jetzt auch heute erstmal leicht gekontert. Für Anleger, die jetzt neue Short-Positionen eingehen möchten, die könnten sich beispielsweise den Rücklauf auf die 51,45 vormerken und dann versuchen, den Trend weiterzuspielen. Für Long,
ist es natürlich sehr tricky. Wenn es jetzt bei der Umkehrkerze bliebe, dann wäre das allerdings ein sehr aggressives Vorgehen, mit einem Stopp unter dem Tagestief dann auf eine Erholung zu gehen. Das ist dann natürlich Ihnen überlassen, was Sie für den Anlagestil verfolgen. Mit dem Trend wäre hier der Rücklauf und dann neue Shorts meiner Ansicht nach interessanter. Sollten wir größere Stärke sehen für die Rebound-Trader hier durchlaufen, dann wäre hier diese Abwärtstrendlinie, spätestens aber der rote Balken über 56, 78, 59, 30 wäre da wahrscheinlich Ende Gelände, kann man sagen. Also hier kommt dann auch der EMA 50 auf, da dürfte es schwer werden durchzukommen. Weiterer Widerstand im Tageschart bei 62, 44 und die nächsten Abwärtsziele hatte ich Ihnen ja aus dem Wochenchart gezeigt. Da muss man schon Jahre, ja im Prinzip kann man schon sagen, Jahrzehnte zurückgehen, um dann noch Supports zu finden. Zwei Ideen auf die Kontinentalaktie, wenn Sie hier etwas handeln möchten. Da steht natürlich auch der Absicherungsgedanke vorrangig im Blickpunkt hier mit der WKN SQ0ZXK. Erstmal die Long-Variante, den Turbo Endlos Long. Basispreis gleich K.O.-Schwelle 35,32 €. Der Hebel bei 3,5 knapp. Also hier hatte ich ja schon gesagt, wenn man hier auf Rebound geht, muss man auch schnell wieder raus, wenn die Aktie neue Tiefs macht. Ansonsten ist das, wäre das eine sehr aggressive Variante. Wer mit dem Trend gehen möchte, kann ja potenziell ein paar Tage der Erholung abwarten. Sollten wir die 51,45 sehen, eventuell SQ0 E8V interessant. Basispreis hier 62,96 € knapp. K.O.-Schwelle 59,34 €, Hebel 3,65. Also wir liegen hier mit der K.O.-Schwelle über dem roten Balken knapp darüber. Ja, man würde sich aber sicherlich auch schon eher ausstoppen lassen, wenn jetzt enormes Reversal auf Wochenbasis hier zustande käme. Am Buy, wie immer an dieser Stelle der Hinweis, das sind natürlich nur zwei beispielhaft ausgewählte Produkte. Weitere Derivate auf viele, viele Basiswerte finden Sie auf der Website www.sg-zertifikate.de. Noch bis Ende des Monats, und damit kommen wir zu den Trading-Aktionen, läuft die Aktion der Société Générale mit der Comdirect. Heißt, alle Comdirect-Kunden handeln Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen der SG noch bis Ende September gebührenfrei. Mindesthandelsvolumen, Mindestordervolumen, was Sie hier erfüllen müssen, sind 1.000 €. Das heißt, kann man sich ganz leicht merken, bis Ende der Woche gilt das noch. 30.09. ist der Freitag und dann ab kommender Woche gibt es wieder die nächsten Aktionen. Damit kommen wir schon zur zweiten Aktion, die ja auch etwas länger läuft mit dem S-Broker. Hier haben Sie nämlich noch bis Ende Oktober Zeit, das Ganze zu nutzen. Ab einem Ordervolumen von 1.000 € auch hier Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen der SG gebührenfrei. Abschließend noch die Aktionen, die bis Jahresende laufen. Consorsbank, denke ich, mittlerweile mehr als bekannt. Mindestordervolumen 1.000 € und dann bei Just Trade ebenfalls bis Ende des Jahres hier nur ein Mindesthandelsvolumen von 500 € was Sie erfüllen müssen, um dann ohne Transaktionskosten SG-Produkte zu handeln. Wir machen weiter mit der zweiten Aktie für heute, ebenfalls aus dem DAX. Und das ist das Papier von SAP. SAP ist weiterhin, extra nochmal nachgeschaut, weiterhin eines der Schwergewichte. Wir haben Linde und kurz danach kommt dann schon die SAP im DAX. Also ist wichtig, was auch die übergeordnete Ausrichtung in diesem Index anbelangt. Wenn die SAP wie ein Stein fällt, wird sich der DAX nur schwer befreien können. Hier das übergeordnete Bild, auch ein neues Signal. Aus der Vorwoche sind wir auf ein neues Mehrjahrestief gefallen und haben auf Wochenschlusskursbasis nicht nur das Corona-Crash-Tief erreicht und unterschritten, sondern auch die Tiefs 2018, Anfang 2018, Ende 2018. Also das war eine Unterstützungszone oder ist eine Unterstützungszone, die sehr wichtig ist. Könnte man sogar, sehe ich gerade hier, noch etwas nach weiter links verlängern, weil hier auch noch ein weiteres Ausbruchslevel liegt. Also
Kam jetzt nicht von ungefähr, dass wir hier den Corona-Crash beendet haben und dass wir auch hier erstmal eine Erholung gesehen haben. Aber das ist Geschichte. Wir sind jetzt erstmal durchgefallen, damit ein Folgeverkaufssignal. Hier ist der Unterschied wie folgt zu sehen zu Continental. Hier haben wir schon eine Erholung jetzt heute. Eine der stärksten Aktien im Index. Da gab es, glaube ich, auch von Analystenseite etwas ja, Unterstützung. Und hier könnte man also in diese Erholung jetzt wieder neue Shorts aufbauen, wenn man das möchte. Das gilt charttechnisch unter 62,05, 83,95 ist dieses Verkaufssignal aktiviert auf Wochenbasis. Auch temporäre Erholungen würden daran nichts ändern. Sollte die Aktie das also fortsetzen und sich jetzt nicht deutlich in den kommenden 2, 3 Wochen erholen, dann dürften wir mittelfristig weiter abdriften. 75, 75, 71, 58. Bis hin zu 65 Euro wären dann mittel- bis langfristig denkbar. Der Trend wäre hier auf Wochenbasis unterbrochen oberhalb von 94,47 Euro. Und wir schauen dann abschließend auch bei der SAP-Aktie nochmal in den Tageschart. Und hier sehen Sie schon, die 82,13 wird intraday zurückerobert. Wir haben allerdings gestaffelt jetzt viele weitere Widerstände. Ich würde hier vorrangig nennen die letzten Hochs und das Ausbruchslevel hier nach unten 84,28 bis 84,67, darüber 86,40 bis 86,81. Da verläuft auch die kurzfristige Abwärtstrendlinie EMA 50 und dann das Zwischenhoch bei 89,09. Also dieses Zwischenhoch ist insofern wichtig, als dass der letzte Teilimpuls abwärts hier gestartet ist. Also könnte man wie folgt vorgehen: Sollte es die Aktie hier nochmal reinschaffen, eventuell Shorts starten. Sollte es direkt durchlaufen, wäre auch das hier oben nochmal eine Shortmarke mit Stops beispielsweise über 89,09. Genauso, wenn man jetzt die Long-Seite spielen möchte, sollte man hier das Ganze wiederum untersuchen. Könnte die Aktie erstmal abprallen. Bodenbildung wäre ja dann erst eine kleine da, wenn wir dann so eine Entwicklung sehen würden. Und wirklich positiver, auch kurzfristig kann man es eigentlich erst so sehen. Dann könnten wir in Richtung des Zwischenhochs hier zurücklaufen. 94,47. Also, Parallelität zu Continental wie folgt. Wir haben auch hier auf Wochenbasis das Corona-Crash-Tief unterschritten. Hier drohen also weitere große Verkaufssignale. Es gibt allerdings noch das Prinzip Hoffnung, das gibt es ja immer an der Börse, dass diese Verkaufssignale mit starken Entwicklungen in dieser Handelswoche erstmal aufgehoben gekontert werden. Wenn Sie etwas auf die SAP-Aktie handeln möchten, auch hier natürlich denken Sie immer an mögliche Absicherungen von Aktienpositionen mit der WKN SN81EX, ein Turboendlos Long. Basispreis gleich K.O.-Schwelle bei 56,53 Euro, knapp Hebel bei 3,10 und die Short-Variante WKN SH3 PVF, ein Turboendlos Put, Basispreis gleich K.O.-Schwelle 109,47 Euro, Hebel bei gut 3. Wie immer an dieser Stelle wünsche ich Ihnen viel Erfolg, einen guten Wochenstart. Die SG würde sich sehr freuen, wenn Sie den YouTube-Channel abonnieren, da können Sie das eingeblendete Symbol, den eingeblendeten Button nutzen. Und dann noch ein organisatorischer Hinweis: Nächste Woche Montag, der 3. Oktober, Feiertag logischerweise in Deutschland. Deswegen wird es das Video am Dienstag, den 4. Oktober geben. Also, wenn Sie möchten, hören wir uns gerne kommenden Dienstag. Bis dahin alles Gute. Tschüss.